3 vor 1, Ihre Nachrichten am Mittag. Kixel Arena ist Landesstützpunkt. Der Niedersächsische Landesverband Basketball hat die Kixel Arena zum Landesstützpunkt Basketball ernannt. In Zusammenarbeit mit den Giro Lifeballers wird die Spielstätte künftig zur vereinsübergreifenden Jugendförderung genutzt. Am Montag startete unter Landestrainer Karl-Heinz Röben bereits das erste Training. Kammpromenade gesperrt. Seit Dienstagmorgen ist die Verkehrsführung an der Kammpromenade stadteinwärts gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Bis voraussichtlich Freitag wird dort der Verkehr umgeleitet. Als Ersatz für die Bushaltestelle an der Kammpromenade wird dann der Neumarkt angefahren. Bedingt krisensicher. Stadt und Landkreis Osnabrück sind nur bedingt für eine Krise gerüstet. Mit Rang 177 bzw. 192 von 412 getesteten Regionen erzielen Stadt und Landkreis einen Platz im Mittelfeld. In die Untersuchung wurden 18 Indikatoren aus Bereichen wie Soziales, Wohnen, Verkehr und Wirtschaft einbezogen. Weitere aktuelle Nachrichten gibt es wie immer ab 18.30 Uhr in unseren Nachrichtenkompakt und auch rund um die Uhr auf www.noz.de. Drei vor eins, Ihre Nachrichten am Mittag. In Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Neue OZ. Weitere Nachrichten aus der Region auf noz.de.